Aufruf für Kampf Nummer 4, meine Damen und Herren. Wir gehen ins Halbweltergewicht und da rufe ich in die rote Ecke die Athletin Jacqueline Hatcher und in die blaue Ecke Regina Slobodjanikov. Dieser Kampf findet einmal mehr statt unter der Leitung von Simone Kaufner. Als Punktrichter fungieren Karl-Heinz Volkstetter, Werner Köstler, Paul Rosser, Karel Hartl sowie Alex Babisch. Ringfrei, Runde 1. Sehr geehrte Damen und Herren, die Kämpferin in der roten Ecke, Jacqueline Hatcher vom Boxteam von Würzburg. Sie ist 22 Jahre alt. Von ihren bisher 7 Kämpfen konnte sie 6 siegreich gestalten. Sie ist die amtierende Frankenmeisterin dieses Jahres. Ringfrei, Runde 2. Yeah.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kämpferin in der blauen Ecke, Regina Svobodjaniko vom BC Kaufbeuren, die Zwillingsschwester der Kämpferin, die im Kampf 2 angetreten ist, die Kristina Svobodjaniko. Sie ist dementsprechend ebenfalls natürlich 22 Jahre alt und hat bisher 57 Kämpfe bestritten, von denen sie 34 gewinnen konnte. Sie war die Zweitplatzierte der Deutschen Meisterschaften 2012, Drittplatzierte der Deutschen 2013, die deutsche U21-Meisterin 2014 und bei der diesjährigen Deutschen belegte sie ebenfalls wieder den dritten Platz. Ring frei, Runde 3. Historischer Hinweis an alle Trainer, Athleten, Funktionäre. Unmittelbar im Anschluss an den letzten Kampf bitten wir alle nochmal in den Ring zum Gruppenfoto. Und an dieser Stelle auch die Bemerkung, auch die Kampfrichter bitten wir dann nochmal in den Ring für ein Gruppenfoto der diesjährigen Meisterschaft. Das war auch die Kampfrichter, bitte direkt im Anschluss an die Veranstaltung noch einmal zum Gruppenfoto alle in den Boxen. Dankeschön. Ring 3, Runde 4. Thank you.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Entscheidung des Kampfgerichtes, Siegerin nach Punkten und damit bayerische Meisterin im Frauenhalbweltergewicht 2015, die blaue Ecke, Regina Slobodjaniko von BC Kaufbeuren. Bitte die Kämpferin Anna Meyer in den Boxring. Anna Meyer, bitte schön, in den Boxring.